So, da ich jetzt ja alle Rassen einmal vorgestellt habe, im ja, ziemlich großem Detail würde ich mal sagen, starten wir doch auch mal in ein Spiel rein. Moment, ich muss noch ein bisschen meinen Monitor heller machen. Also, ja, ich sag mal so, ich mach nochmal ein bisschen leise. Ich habe das ja sehr, 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 sehr lange nicht mehr gespielt und in der Hoffnung, dass ich jetzt nicht sofort überrannt werde. Und je nachdem, ja, wie es läuft. Ich meine, ich werde bestimmt noch mal mehr Runden spielen als eine. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit einer einfachen Runde an. Und ich nehme dann doch mal die, ich habe sie Kamachis genannt. Ich glaube, die werden Chamachis ausgesprochen oder Chamachis. Ja, wahrscheinlich eher Chamachis. Und wir gehen mal, wir fangen mal mit so ganz, ganz kleinen, ja, sagen ganz kleiner Weltraum, ganz kleinen Weltraumcluster an oder Sterncluster mit drei Spezies. Und ja, um einfach erstmal so ein Spielgefühl zu bekommen. Es geht mir ja einfach mal darum, euch das erstmal zu zeigen. Und dann kann ich ja später auch ja die Sternendichte erhöhen. Also wahrscheinlich nicht very dense, weil da werde ich, glaube ich, nie fertig werden. Fangen wir doch damit mal an. Ne? Und die Atmosphäre soll weiter neutral bleiben. Mal schauen. Wir beginnen mal ein neues Spiel. Ja? Und so sieht das Spiel aus, ja. Also, ich muss selbst erstmal überlegen, was ich hier alles noch machen konnte. Auf jeden Fall, das ist erstmal so die, wie soll ich sagen, also das ist erstmal die Weltraumkarte. Hier mit den ganzen Karten, mit den ganzen Pfeilen kann man natürlich die Karte auch nach Belieben drehen. Ja, auch so ranzoomen, rauszoomen. Dann kann man das natürlich wieder zentrieren. Man kann sich die Wege anzeigen lassen, wenn man möchte oder auch nicht. Das erste, was man natürlich macht, was interessant ist, erstmal Species, ne? Wie man sieht, aktuell kennen wir nur uns selbst, sollten wir im besten Fall auch machen. Und die anderen zwei Species sind nicht bekannt. Aber das kann sich ja noch ändern im besten Fall. So, Special Abilities, dann können wir mal gucken. Also jede Rasse, wie wir das mitbekommen haben, hat ja eine eigene Spezialfähigkeit. Die Chamachis sind brillante Wissenschaftler, ne? Du kannst sofort eine Entdeckung dir kaufen, ne? Und es dauert jetzt noch 89 Tage, bis du genug Energie gesammelt hast, eben diese Fähigkeit zu verwenden. Genau. Und hier ist es halt rundenbasiert, ne? Hier oben sieht man letztendlich, wie viele Tage ich aktuell gespielt habe, also null im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Chips haben wir natürlich noch gar keine, die werden dann später auch angezeigt. Aber Research ist natürlich wichtig, ne? Das ist natürlich um alte Spiele, das wissen wir natürlich noch, ist meistens etwas, ja, wie soll ich sagen, beschreibungsmäßig jetzt nicht so ausführlich. Ich versuche mich an manche Sachen zu erinnern. Also ich meine, das Sinnvollste, wo man startet, ist Orbital Structures, also orbitale Strukturen, ja, damit wir überhaupt erstmal ein Schiffswerft im Weltraum kreieren können und ein orbitales Schild, was unseren Planeten etwas mehr schützt. Dann haben wir noch Xenobiologie, da können wir scheinbar so eine Ausgrabungsstätte auf dem Planeten bauen. Und dann haben wir Tonklin Diary, Tolkien, so eine kleine Anspielung wahrscheinlich. Damit kriegen wir den Tonklin Motor, also unser erster Antriebsmotor für unsere Schiffe und den Tonklin Frequency Analyzer. Ja, wie gesagt, es wird nicht erklärt, ich versuche mich daran zu erinnern, was jetzt was direkt war, aber wir fangen natürlich erstmal mit den orbitalen Strukturen an. Ja, wird dir zeigen, wie lange das dann noch dauert. Ich speichere schon mal. Kann denn nicht schaden? So, ist es gesaved? Chamachis, yes. So, dann machen wir mal weiter. Genau, natürlich wollen wir auch erstmal gucken. Also man fängt mit einem Planeten logischerweise an. Vishnu ist unser Sonnensystem. Und Vishnu 2, das ist unser Heimatplanet, ja. Also zur Erklärung. Ich muss jetzt erstmal überlegen, was das nochmal alles bedeutet. Ich glaube, das hier bedeutet Wachstum. Also wie... ja, ich sag mal, wie rohstoffreich der Boden ist, ist, glaube ich, einfach Wachstum im Sinne von Bevölkerungswachstum. Das hier war wissenschaftliche Punkte, also im Sinne von, wie gut unterstützt dieser Planet die Wissenschaft. Und hier sehen wir, wie viele aktuell auf dem Planeten wohnen und wie viele auch aktiv am Arbeiten sind. Wir gehen da jetzt mal hin. Wie wir sehen, Vishnu hat einen Industrie pro Tag, also nichts hier, null Research pro Tag. Und ein Prosperity pro Tag. Also die Population wird in 50 Tagen weiter wachsen. So, deswegen können wir natürlich unsere Wissenschaft noch nicht vorantreiben, weil wir wollen ja, also wir müssen ja erstmal eine Research-Dings bauen.
Hier sehen wir genau, wir haben ein Large Cathedral Planet, also es gibt auch verschiedene Planetenarten, ja. Also solche Planeten sind im besten Fall gut. Ich kann ja trotzdem mal in das System direkt reingucken, damit man das auch mal sieht, so die Planetenansicht so. Also viel haben wir nicht. Wir haben jetzt hier noch so einen Planeten, Vishnu 3, der völlig ja, nutzlos ist. Also vielleicht kann man da ja, kann man da drauf bauen, aber man sieht, man hat kaum bepflanzbare oder bebaubare Tiles, wie man sieht, ja. Der ist auch nicht so gut. Also man versucht im besten Fall immer irgendwie einen Planeten zu finden mit weißen, blauen, vielleicht auch grünen, ne? Ja, grünen Kacheln. Die Farbe zeigt letztendlich an, was sie besonders gut unterstützen, ne? Weiß war einfach ganz neutral. Blau müsste, ja, Forschung sein. Blue Square, hier steht es ja auch, ne? Blue Squares, also blaue Quadrate, erhöhen die Effizienz von wissenschaftlichen Strukturen. Oh, aktuell können wir eben eine Factory bauen, das ist, denke ich mal, selbsterklärend, ist für die Industrie gut. Agriplot ist für das Wachstum gut. Labor ist natürlich dann für die Wissenschaft gut und Außenposten ist, glaube, genau, ach so, Außenposten war so eine Art Wohndepot, wenn ich mich recht erinnere. Und Transporttuben waren, weiß ich gar nicht. Abandoned, nee, 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 nee. Ich glaube einfach. Ach ja, Transporttuben waren, jetzt weiß ich es wieder. Ja, das ist immer so ein bisschen, wie gesagt, ne, bei solchen älteren Spielen wird das meistens nicht erklärt, da muss man selbst drauf kommen oder ein bisschen rumprobieren. Das war, um solche schwarzen Quadrate zu überwinden, ja. Beim besten Fall möchte man ja den Planeten gut ausnutzen. Hier kann man nicht drauf bauen. Das heißt, ihr seht ja, man kann immer nur um ein bereits bestehendes Gebäude herumbauen. Und die schwarzen Quadrate kann man überwinden, indem man diese Tomb baut. Aber wir fangen doch erstmal an mit einem Labor, was 50 Tage dauert. So, das heißt, wir gehen jetzt wieder raus und könnten jetzt so jeden einzelnen Tag überschreiten, aber wir machen einfach mal, bis irgendwas passiert. So. Construction of Laboratory is complete on Vishnu. So, jetzt haben wir eine freie Population für ein weiteres Projekt. Können wir gleich machen und wie ihr seht, jetzt, ne, jetzt lädt sich das langsam auf. Also im besten Fall heben wir natürlich unsere Spezialfähigkeit, die auch bald ja, zur Verfügung stehen sollte, eher für wirklich wissenschaftliche Projekte auf, die sehr, 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 sehr lange dauern. Ja. So, aber wir gehen jetzt mal zu den Planeten. Ihr seht zwei Arbeitende. Zwei Arbeiter und einer, der frei ist. Hier sieht man jetzt, haben wir auch Orbital Structures will be discovered in 25 days. Das heißt, man möchte es im besten Fall immer weiter verbessern. Ne? So, das heißt, ich werde natürlich logischerweise auch diese Sachen nutzen. Ja? Achso, es gibt übrigens auch die Weltraumquadrate, die man bebauen kann. Lohnt sich aber aktuell, glaube ich, noch nicht. Einfach aus dem Grund, weil uns, ja, weil wir haben zwar jetzt einen Motor, aber eben keinen Sternenantrieb, den brauchen wir auch noch, den müssen wir auch noch erforschen. Das heißt, wir bauen hier mal ein Labor nochmal hin, in 50 Tagen. Und weiter geht's. Ah, wir haben die orbitalen Strukturen erforscht. Sehr, sehr schön. Seht ihr, ne, jetzt gibt es auch hier so einen schönen Verbindungsstrich. Das heißt, da gibt es etwas, was darauf aufbaut. Nämlich interplanetare Exploration, also Entdeckung oder Untersuchung, ne? Und da kann man das erste Mal hier also Schiffe mit kleinen und mittleren Hulls, also Körpern letztendlich, ne? Und da haben wir den Proton-Shaver, den Proton-Rasierer, was auch immer. Wir nehmen Xenobiologie. Brauchen wir eigentlich nicht so dringend, aber wir machen es trotzdem mal, weil wer weiß, was danach noch für tolle Sachen kommen. So. Ah, jetzt können wir unsere Special Ability nutzen, die wir aber jetzt noch nicht nutzen. Ja, so, noch nicht. So, jetzt haben wir uns gut um die Wissenschaft gekümmert, 4 pro Tag. Prosperity ist natürlich 0, das ist schlecht. Das heißt, wir werden jetzt langsam auch mal einen Agri-Plot hier hinbauen. Ja. So, jetzt würde ich sagen, einfach nur werden wir das nehmen und dafür werden wir jetzt unsere Special Ability einsetzen. So. Ja, fertig. Deine Erforschung ist jetzt innerhalb von einem Tag komplett. Und zwar jetzt. So einfach geht das. Also den Tonkin Diary, wie ihr seht, ne, 17 Tage. Das ist natürlich, weil unser Research hier besser ist. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir hier
So, die Population wird in 25 Tagen wachsen. Achso, aktuell kann man nichts bauen, weil ihr seht, die sind alle. Ja, die sind alle gerade beschäftigt. Natürlich könnte man hier was abreißen, machen wir aber nicht, wäre ja auch Quatsch. So, und schon wieder fertig. Ja, das geht ja ganz schön fix hier. Guck mal, was haben wir denn hier Feines? Environmental Encapsulation, also die umweltliche Einkapselung, wenn man es übersetzen würde. Auch wichtige Sachen. Wir haben hier die Colony Base, also das heißt, dass wir auf anderen Planeten eine Kolonie errichten können. Iron Wrap ist irgendwie was für unser Schiff, keine Ahnung. Colonizer ist das Ding, was wir auf unser Schiff bauen müssen, damit wir auf anderen Planeten Kolonien errichten können. Das denke ich mal relativ klar. Und das ist wichtig, das ist auch sehr, sehr wichtig, Space-Time-Surfing, ne? Denn das Ding, da kriegen wir das erste Mal unseren Sternantrieb. Aber ich würde auf jeden Fall trotzdem die Koloniebasis erforschen, ja. Mal sehen, wenn wir den ersten Alien-Kontakt haben, bin ich mal gespannt, ne? Na, das geht ja echt fix hier, meine Güte. Da können wir doch schon mal das machen, da können wir bald nämlich tatsächlich unseren ersten Weltraumhafen bauen. Und wir haben eine freie Population. Die wir doch gleich mal nutzen werden, unser Shipyard zu bauen. 240 Tage, ach du Scheiße. Dann lieber nicht. Dann bauen wir noch ein bisschen Industrie, würde ich sagen. Factory, ne? Sonst wird das ja gar nichts. Also da können wir ewig warten. Also. So, das haben wir auch. Oh, die spektrale Analyse. Da kriegen wir die Foree-Missiles, also die Foree-Raketen, die dann scheinbar zur Abwehr ganz gut sind. Superconductivity. Superkonduktivität, ist das ein Wort? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist das gut zur Planetenverteidigung, ne? Also wir kriegen ein Schild, Planetenschild, Surface-Schild, ne? Oberflächenschild und Mass-Barrage-Gun, also eine Massenbombardierungskanone. Aber ich würde erstmal die Waffe hier erforschen wollen. Ja, der Kamachi-Wissenschaftsreport. Wir haben jetzt alle Technologien, die wir brauchen, um unser erstes Schiff zu bauen, um andere Sterne zu erforschen. Das beinhaltet Generatoren, Antriebe und eben die Sternenantriebe. Jetzt wird es doch nochmal ein bisschen erklärt. Also Generatoren geben allen Komponenten des Schiffes Power, ne, oder Energie. Der Antrieb so, oder eben der Motor, wenn man so möchte, gibt ihnen eine bestimmte Bewegungsgeschwindigkeit innerhalb der Sternsysteme. Auch da natürlich, das, was wir gerade haben, ist natürlich so relativ billig und rudimentär. Das geht natürlich viel schneller, viel besser, wird dann später auch besser. Und eben die Sternantriebe geben uns Bewegungsgeschwindigkeit durch die Sternstarlanes, also die Sternwege, ne? Wenn wir eben weitere Forschung eben weiterführen, ja, werden wir die auch verbessern können. Und die Schiffe kann ich bauen, indem ich auf ein Orbitalquadrat klicke und ein Schiffswerft baue. Yes, machen wir bald. Und zwar jetzt, ist, denke ich mal. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen Industrie, das heißt, das wird jetzt nicht so lange dauern, oder? 120 Tage immerhin. Ja, wir konnten es dadurch verringern. So, der 185. Tag, wir sind noch am Leben, wir sind noch nicht zerstört. Das ist schön. So, mal unsere Spezial-Ability verwenden, aber das macht man im besten Fall natürlich nicht, wenn wie hier 16 Tage noch übrig sind. Das macht man natürlich, wenn, am besten, wenn man so eine richtig, richtig teure und lange Forschung noch, wenn die ganz am Anfang steht. Können wir mal gucken, ob wir jetzt irgendwie... Haben wir schon was, was jetzt relativ viel kostet? Artificial Hydroponifer. Ich glaube, das ist einfach eine bessere Version vom Agri-Plot. Gibt irgendwas, was viel kostet? Na, guck mal, das da. Gravity Control. Ich meine, 187 Tage. Also, das würde sonst ewig dauern. Also, machen wir es einfach mal. Das war's. Ich weiß noch nicht, was das macht, das Ding, aber... Ich würde auch sagen, wir machen erstmal die oberen Dinge, weil wir die definitiv brauchen. Das Surface-Schild und so würde ich gerne machen, weil ich echt nicht weiß, ob wir eine stark feindliche, also sag ich mal, einen stark feindlich gesonnenen Gegner haben. Ja, ja, das geht recht fix, Mensch. Also krass. Wenn wir doch das nochmal machen, da haben wir den Hydroponder, wie das Ding da heißt. Oh, krass. Meine Güte, geht das schnell. Ja.
Invasion-Modul. Das war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, Advanced Interferometry. Ich glaube, manche Sachen sind hier so ein bisschen wissenschaftlich ausgedacht. Interferometrie, weiß ich, was das heißt. Kann auch sein, dass ich einfach, dass mir die Vokabel dazu fehlt. Aber Invasion-Modell, das Invasionsmodul, brauchen wir auf jeden Fall, um andere Planeten zu attackieren. Also, glaube ich zumindest. So. Ah, jetzt wird's richtig interessant. So. Wir werden natürlich weiter das machen, was wir am besten können, nämlich Labore bauen. Also wie gesagt, man sollte das natürlich ausnutzen, ne? Also unser Heimatplanet hat halt sehr, 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 sehr viele blaue Squares und die werden wir dementsprechend auch bauen. Aber jetzt werden wir doch mal ein Schiff bauen. Gucken wir mal. Wir könnten ein Medium-Schiff bauen oder ein kleines Schiff. Wir fangen mit einem kleinen Schiff an. So. Müssen also mal gucken, was. Also, ihr seht natürlich, was der Unterschied letztendlich. Ja, es dauert länger und es hat mehr Plätze, wo ich Sachen draufbauen kann. Ich will erstmal gucken, was jetzt was bedeutet, ne? Also, ist nicht selbsterklärend. Das hier wird Proton-Shaver Starlane Drive. So, das heißt, das würde ich schon mal machen. Und einen Colonizer, dass ich auch irgendwie einen anderen Planeten mal besiedeln kann. Das wäre schon schön. Also ich gehe mal da Ion Banger, nehmen wir mal die bessere Version. Das wird einfach innerhalb, genau, der Antrieb innerhalb eines Systems sein. Hier nehmen wir den Ion Wrap. Das wird wahrscheinlich einfach die Schiffshülle sein. Ist natürlich jetzt nicht so geil, aber das geht jetzt einfach erstmal um, ja, das Allgemeine. Was macht Protonenschäfer? Ich glaube, das ist ziemlich scheiße. Ich glaube, ich nehme einfach tatsächlich. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, 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 nee. Wir machen das mal. Wir machen schon mal ein mittleres Ding. Komm. Wenn wir die Möglichkeit haben, packen wir hier mal zwei Colonizer drauf. Zwei Starlane-Antriebe. Komm, wir gönnen uns. Zwei Ionenbanger. Iron Wrap braucht man wenigstens mal zwei davon. Und. Oh ja, hier haben wir schon mal gut. Ja, vielleicht wollen wir gleich so ein Kriegsschiff bauen? Nein, oder? Bauen wir das Ding? Ich weiß noch nicht, wofür das gut ist oder so. Wird schon seinen Grund haben. So. Wie nennen wir unser Schiff? Lololo. Lololo 1. So. So nennen wir's. Na, ist doch. Fängt doch schon mal gut an, ne? Wir können unser Research-Ding da benutzen, aber nicht jetzt. Planet baut gerade was. Ja, das Schiff, ja, stimmt ja. Ich kann ja nicht, ich kann immer nur eine Sache bauen. Also von wegen jetzt eins im Weltraum und eins auf der Oberfläche geht nicht. Oh, krass, ey. Wie schnell das hier geht, meine Fresse. Oh, 600 Tage Cloaking. Geil. Mach ich. 600 Tage, wisst ihr, wie lange das ist? Und ich würde sagen, Usability. Also, ihr seht, wie praktisch das ist, ne? Ich hätte mir jetzt 600 Spieltage gespart, ne? Das muss man sich mal überlegen, ja? So, habe ich jetzt hier alles, was ich brauche? Orbital Missile. Joa. Und auch das haben wir. Was ist das? Jo, jetzt wird es natürlich Momentum Deconservation. Concussion-Schild, also irgendwie ein besseres Schild für meine Schiffe. Das kann ich ja mal so einfach mitnehmen. Ja. Oh! Oh! Ein unidentifiziertes Schiff hat das Vision-System betreten. Wir können es kontaktieren, aber wisst ihr was? Das kontaktieren wir mal in der nächsten Folge. Jetzt mal ein kleiner Cliffhanger. Bis gleich oder bis zum nächsten Mal, ne?